das ist nicht selbstverständlich, weil Sie ja viele Termine angetragen bekommen. Ich möchte Ihnen vorweg kurz sagen, warum ich hier stehe und nicht der Herr Hirschstein. Sie sind vermutlich alle mal an Newsticker angeschaltet und bei uns hat es am Samstag ein Ereignis gegeben, was sehr wenig erfreulich war. Wir hatten einen Großbrand bei uns in der Firma. Und deshalb ist er auf den Hirschstein zu Hause geblieben und koordiniert und organisiert im Prinzip all die Tätigkeiten, die jetzt gemacht werden müssen, um Ihnen mal ein bisschen einen Einblick zu geben, was bei uns passiert ist. Der Einsatz von der Feuerwehr hat 140 Feuerwehrleute davor. Damen und Herren waren da zu sehen. Und ich vermute einfach mal, dass der eine oder andere von Ihnen das ohnehin wusste. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man die Worte vorweg stellt. Insofern ist das wirklich von einer hohen Aktualität geprägt, was wir jetzt zu sagen haben, obwohl es eigentlich die Pressekonferenz nicht vorgesehen war. Also am Samstagmorgen um 4 Uhr ist Feueralarm ausgelegt. Das Feuer hat sich sehr, sehr schnell ausgebreitet. Dem Feuer ist ein komplettes Außenlager, eines von unseren Außenlagern, zum Opfer gefallen. Und es hat auch, sagen wir mal, zum Kompressionsgebäude in Mitleidenschaft gezogen. Und das Löschwasser und der Ruß hat natürlich ein Übriges getan. Wir hatten parallel dazu in einem Hotel in Duisburg unsere Vertriebstagung. Wir nennen das dann immer Trainingslager als Vorbereitung auf die IS von Donnerstag bis am Samstagmittag. Und wie gesagt, am Samstagmorgen sind wir dann sehr unsanft geweckt worden. Die Freihalle ist das Lager des Rechts. Die Produktion ist ein bisschen geworden. Und jetzt, wir sind im Prinzip noch am Klären, wie es jetzt weitergeht. Ich möchte gleich vorweg dazu sagen, unsere chemischen Produkte sind nicht betroffen. Also die Hygienelinie sind noch voll lieferfähig. Wir gehen auch davon aus, dass wir bei den bildgebenden Verfahren komplett lieferfähig sind, weil die in einem anderen Werk montiert werden und auch eingelagert sind. Unsere Kompressorenreihe gehen wir davon aus, dass wir das diese Woche, vielleicht nächste Woche wieder zum Laufen bekommen, wo es uns ein bisschen länger beschäftigen wird. Das ist sicherlich die Separieranlagen, aber auch Abschalter und auch die Sauganlagen. Also dies nur mal vorweg. Was ich auch erwähnen möchte, was ist sagen wir, in dem ganzen Umfeld sagen wir, sehr erfreulich und sehr positiv rüberkam, war, dass am Samstag zahllose Mitarbeiter von uns vor der Türe gestanden sind und gesagt haben, wo können wir denn helfen, was können wir tun, und haben dann auch gleich angepackt. Und in einer atemberaubenden Geschwindigkeit ist ein Einsatzteam gebildet worden zwischen Produktion, Einkauf, Controlling, Versand. Alle waren da und haben eben versucht, jetzt übers Wochenende schon zu klären, was eben zu klären ist. Heute wird schon ein Zelt gestellt, großes Zelt, dass man bestimmte Teile ausladen können, um die Produktionshalle so schnell wie möglich eben wieder zu machen. Das möchte ich ganz gerne mal vorweg stellen. Was wir nicht möchten, und das ist ein kleiner Appell an Sie, wir möchten keine Panikmeldung in der Presse haben, wenn Sie sich das vermeiden lässt. Sind wir dankbar, Sie haben uns jetzt sagen wir, über die ganzen letzten Jahre freundlich begleitet in der Presse und das ist jetzt ein Schlag, der uns relativ hart trifft, aber wir möchten wirklich vermeiden, dass jetzt in irgendeiner Form in einer Zeitschrift, in einem Journal illustriert, wie auch immer drinsteht, die Firma Dürrenthal ist vor dem Kollaps oder sonst irgendetwas. Wir sind handlungsfähig und die Handlungsfähigkeit, die uns dann eben wieder sagen wir mal, auf das alte Niveau hebt, die werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich wieder herstellen. Das wollte ich nur vorweg erwähnt haben. Wenn wir auf die IDS blicken, dann muss man sagen, auch bei der Firma Dürrenthal, traditionell ja im Bereich Saugen und Kompressoren zu Hause, aber auch jetzt seit vielen Jahren im Bereich der digitalen Bildgebung, wird Herr Kiesel nachher auch eingehen und der Professor Braun. Im Bereich Saugen, Kompressoren war, sagen wir, das Design früher, Sie wissen das, Kompressorsauganlagen stehen normalerweise im Keller und da steht Design nicht so im Vordergrund. Was uns wichtiger geworden ist über die Jahre, eben nicht nur eine gute Funktion und eine gute Applikation an den Zahnarzt zu geben, sondern auch eben ein schönes Design, wo er seine Freude dran hat. Wir haben Design Awards gewonnen, ich möchte nur 5 davon erwähnen, und zwar haben wir für unsere Kamera und für den Vistascan Mini in Amerika den
extra Zubehör dazu, ob wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Und dann aber auch, sagen wir mal, wenn jetzt der Kompressor nicht im Keller steht, sondern die Druckluftanlage daneben oder auf der Praxisetage steht, dann kommt es schon darauf an, dass das Produkt ordentlich gestaltet ist, mit dem Schallschutzgehäuse reduzieren wird, dass den Geräuschpegel um 10 dBA, was schon eine Herausforderung ist mit so einem Kunststoffgehäuse. Wir haben auch bei unseren Kompressoren die Produktpalette ergänzt, und zwar mit einer elektronischen Steuerung. Jetzt werden Sie sich fragen, zu was kann die gut sein? Es geht eigentlich auf eine Idee von einem Zahnarzt zurück, der zu uns gesagt hat, also wenn ich morgens ins Auto steige, dann habe ich auf meinem Cockpit verschiedene Kontrolllampen und die sagen mir, mit meinem Wagen ist alles in Ordnung. Das habe ich in meiner Zahnarztpraxis nicht. Und den Gedanken haben wir mal aufgenommen und gesagt, okay, welchen Beitrag können wir denn leisten, zumal ein Teil unserer Produkte im Keller eben stehen. Und deshalb starten wir jetzt in sehr naher Zukunft einen Teil unserer Druckluftanlage, einen Garantscheider und auch den Power Tower, der eine zentrale Versorgung ist für die Zahnarztpraxis, mit einem System aus, dass die Helferin auf ihrem Bildschirm, an der Rezeption oder wo auch immer der stehen mag, eben einen Button auf dem Bildschirm bekommt, an dem sie sehen kann, okay, es ist alles in Ordnung. Es wird zentral an den Bildschirm angeschlossen. Und wenn dann irgendetwas sein sollte, die Funktionalität wird dann auf dem Bildschirm in der Zahnarztpraxis angezeigt, also ist die Luftfeuchtigkeit in Ordnung, ist der Luftdruck in Ordnung, ist das Amalgam-Scheidegefäß noch aufnahmefähig für neues Amalgam. Dieses Netzwerksystem werden wir ausbauen und wir hoffen, dass wir damit einen kleinen Beitrag leisten können, dass der Zahnarzt sagen wir mal, sich in Ruhe auf seine Arbeit konzentrieren kann. Das waren jetzt nur ganz kurz ein paar Highlights von den Dingen, die wir auf der Messe präsentieren wollen.